Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch recht herzlich zurück oder ganz frisch neu hier im Fuchsbau und um ganz genau zu sein, im Simulationseck. Es ist mal wieder soweit, der ein oder andere hat ja vielleicht meine letzten joblichen Tätigkeiten verfolgt. Ich habe mich ja ein bisschen mit Bier vergnügt, habe so meine eigene kleine Brauerei geleitet und ja, da so ganz kreativ meine eigenen Fuchsbiere zusammengestümpert. War eigentlich eine ganz nette Sache, hat mich auch ziemlich abgeholt, weil war ein sehr kreativer und sehr abwechslungsreicher Job so an sich. War mir auf Dauer dann aber doch irgendwie ein bisschen zu öde und zu fade. Ich trinke zwar ganz gerne mal Bier, aber ich will nicht mein Leben lang welches brauen. Also habe ich mir gedacht, ich als Adrenalin-Junkie, ich brauche mal wieder was Neues. Ich muss mich mal wieder nach einer neuen Tätigkeit umsehen. War dann so im Garten am Rasenmähen und sinnierte so, was könntest du wohl mal machen, Fuchs? Was könntest du wohl machen? Mähte da so vor mich hin meinen Rasen und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ne? Da habe ich mir gedacht, du, ich könnte doch eine eigene Rasenmähfirma gründen. Ne? So ein bisschen so bei anderen den Rasen machen, das ist ja auch so richtig chillig und du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast, weil vorher sieht Rasen scheiße aus und dann sieht Rasen gut aus. Das holt dich halt direkt ab, du hast so gleich ein Belohnungsgefühl. Geht direkt ins Hirn rein. Und ja, insofern begrüße ich euch recht herzlich zum Lawn Mowing Simulator. Ich würde sagen, wir legen direkt munter los. Ich habe das Game selber noch nicht gespielt. Ich habe bis jetzt nur die Grafik einmal eingestellt. Wir haben alles wie immer auf Volldampf gestellt. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt munter los. Es gibt hier verschiedene Modi. Wir haben den Karrieremodus, den werden wir jetzt dann spielen. Da werden wir dann entsprechend die Story erleben und unsere kleine Firma langsam wachsen und gedeihen sehen. Dann gibt es aber auch noch einen Herausforderungsmodus, den will ich euch hier nicht verschweigen. Und freies Mähen, wo ihr einfach nur so durch die Gegend mähen könnt. Und dann könnt ihr noch DLC kaufen. Ich habe uns auch die beiden DLC gegönnt, das heißt volles Programm. Und ja, legen wir doch einfach mal los. Anleitung überspringen im Karrieremodus. Möchtest du die Anleitungen abschalten? Wir empfehlen, dass neue Spieler den Anleitungen folgen. Da ich ein neuer Spieler hier im Game bin und mich mit dem Rasenmähen bis auf ein bisschen privat noch so gar nicht auskenne, ich habe ja nur so marginale Erfahrungen gesammelt mit meinem eigenen Rasenmäher, würde ich sagen, wir gönnen uns natürlich die Anleitung. Wir spielen hier übrigens die PC-Version, ich habe aber ein Gamepad angeschlossen, weil ich glaube, dass ich so ein Rasenmäher mit dem Gamepad besser steuern würde, ne? Los geht's! In diesem Modus kannst du deine eigene Rasenpflegefirma gründen und ihren Ruf aufbauen. Damit deine Firma wächst, kannst du Mitarbeiter einstellen, weitere Mäher kaufen und neue Aufträge freischalten. Aber erst braucht deine Firma einen Namen, ein Logo und eine Uniform. Okay, dann werden wir uns mal kreativ austoben. Fangen wir mit dem Firmennamen an. Da würde ich sagen, wir sind der Mähfuchs, oder? Der Mähfuchs. Mäh, ja? Ich finde das sehr schön. Damit können wir arbeiten. Ist der Mähfuchs? Da brauchen wir noch ein Firmenlogo. Was haben wir denn zur Auswahl? Das? Das? Oh, Blümchen. So ein Grasbüschel. Ich glaube, bei der Auswahl gefällt mir am besten tatsächlich das hier. Wobei, das sieht natürlich sehr nach Gras aus. Aber nee, ich glaube, wir nehmen das hier. Das finde ich eigentlich ganz gelungen. Also wir haben Firmennamen, wir haben Firmenlogo, dann müssen wir unseren Spieler bearbeiten. Aussehen. Auf diesem Bildschirm kannst du das Aussehen deines Spieleravatars im Spiel anpassen. Neben dem Erscheinungsbild kannst du auch die Farbe der Firmenuniform und die Platzierung des Firmenlogos ändern. Okay. Fangen wir mal mit dem Namen an. Ich bin der Blaufuchs, schon immer gewesen. Zack. Spiele, Avatar. Ich brauche was Nerdiges. Fangen wir mal von vorne an. Es muss nerdig, bleich und leicht verbraucht aussehen. Wir wollen uns ja auch an meinem wahren Ich lang orientieren. Er sieht schon nicht schlecht aus. Er ist ein bisschen zu alt. Ja, mit seinem Pornobalken. Das gefällt mir sehr gut. Aber der sieht zu vital aus. Das geht nicht. Der dreht die Farbe auf den Arm. Das sieht mir nicht ähnlich. Da. Das sieht sehr gut aus. Aber das ist ein Weibchen. Na, nehm mal ihn hier. Er sieht doch schon wirklich aus wie das Kalk. Wie purer Kalk. Er ist aber noch besser. Er ist noch besser. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Dann dürfen wir unsere Kappe ändern. Ich würde als Kappenfarbe, ich würde mich hier an meinem Blaufuchs lang orientieren. Ich habe so super dunkellilane Haare, also nehmen wir eine super dunkellilane Kappe. Logo-Platzierung. Vorne und hinten. Nur vorne, nur hinten. Wie sieht das denn hinten aus? Aha. Oder gar kein Logo. Ich finde schon unser Logo da vorne und hinten drauf. Uniformfarbe. Na, der Blaufuchs hat als Grundfarbe natürlich so ein Blau. Aber so ein dunkles Blau, das da. Und als Sekundärfarbe können wir ja meine Highlight-Strähnchen nehmen. Hier mein minzgrüniges. Ich rocke ja so ein bisschen den Starlight-Glimmer-Look. Eher in diese Richtung geht das. Wunderbar. Passt.
Also, haben wir da auch alles? Okay. Bist du mit deiner Firma zufrieden? Mit Annehmen kannst du loslegen und mit Zurück weitere Änderungen vornehmen. Nö, ich bin sehr zufrieden. Du hast jetzt eine eigene Firma und brauchst ein Fahrzeug, um mit dem Mähen zu beginnen. Wähle aus der Liste unten ein Fahrzeug aus und mache eine Testfahrt. Grasfangkorb-Mähwerk. Dieses Fahrzeug ist mit einem Grasfangkorb-Mähwerk ausgestattet. Das heißt, beim Mähen wird der Grasschnitt in den Fangkorb des Fahrzeugs gesaugt. Es bleiben keine Grasschnitthaufen zurück, es sei denn, du überlastest den Motor oder der Fangkorb ist voll. Klingt ja erstmal ganz geil eigentlich. Stiger, sind das hier echte Marken? Das wäre natürlich sehr witzig. Patterson, das sieht schon irgendwie echt aus. Seitenauswurf-Mähwerk. Dieses Fahrzeug ist mit einem Seitenauswurf-Mähwerk ausgestattet. Das heißt, beim Mähen wird das Grasschnitt aus dem seitlichen Auswurfschacht geworfen. Achte beim Mähen mit dieser Art von Mähwerk immer auf die Auswurfrichtung, damit das Gras nicht auf Wege und Blumenbeete fällt. Er sieht hier auf jeden Fall ein bisschen bodenständig aus, ne? Er ist ja witzig. Mulcher-Mähwerk. Dieses Fahrzeug ist mit einem Mulcher-Mähwerk ausgestattet. Das heißt, beim Mähen wird der Grasschnitt so klein geschnitten, dass keine sichtbaren Grashalme übrig bleiben. Es bleiben keine Grasschnitthaufen zurück, es sei denn, du überlastest den Motor, sodass das Mähwerk nicht genug Kraft hat, um die Grashalme zu zerschneiden. Ich habe tatsächlich auch einen Mulcher zu Hause. Also natürlich nicht so ein Ding, sondern normal zum Schieben mit der Hand, ne? Aber das ist ja eigentlich das Cleverste, was wir machen können. Wir brauchen keinen Fangkorb leeren und wir müssen uns nicht um Grasschnitt kümmern. Oh, guck mal, es gibt sogar Öko. Öko nicht. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch den hier. Ich finde den gut. Machen wir eine Testfahrt. Möchtest du wirklich eine Testfahrt mit dem Knight OFS1 durchführen? Jo. Wir können ja alle dreimal Testfahrten, ne? Irgendwie ein Stückchen Kaffee trinken. Hm. Willkommen auf dem Testfahrtareal. Hier kannst du dich mit deinem bestimmten Fahrzeug vertraut machen. Und zwar unter Bedingungen, die einem echten Auftrag ähneln. Nähere dich dem Fahrzeug, um aufzusteigen. Mit dem linken Stick bewegst du dich und mit dem rechten Stick siehst du dich um. Okay. Ja, moin. Ich habe das Gefühl... der Field of View ist ein bisschen weit. Wir gehen mal eben kurz in die Optionen. Wo ist der Field of View? Da. Gehen wir mal auf 70. Ah, ich glaube, das ist schon besser. Ja, mit 70 können wir, glaube ich, arbeiten. So, nähern wir uns mal. Aufsteigen. Fahrzeug einschalten. Wenn du auf deinem Fahrzeug sitzt, musst du es anlassen, um auf das Gras und auf das Gras fahren. Für jedes Fahrzeug ist dieser Vorgang etwas anders. Folge den Anleitungen unten auf dem Bildschirm. Okay, um den Motor anzulassen, müssen wir X gedrückt halten. Mit links und rechts regelst du die Drehzahl des Fahrzeugs. Mit RT beschleunigst du, mit LT bremst du und fährst rückwärts. Zum Grasfahren. Nimm dir einen Moment Zeit, nachdem du das Fahrzeug gestartet hast, um dich daran zu gewöhnen. Fahre dann zum Gras, um mit dem Mähen zu beginnen. Da kann man eine kleine Runde drehen, ne? Jawohl, sieht doch entspannt aus. Drehen wir mal eine extra Runde hier um Pudding. Sehr schön. Schnitthöhe einstellen. Ich würde sagen 5 cm. Mit B kannst du die Schnitthöhe erhöhen und verringern. Mit B. Ach so. Ah, hier. Damit geht's überhaupt erstmal los. Mit X aktivierst du die Messer und schaltest sie ein. Also das muss runter und dann Mähwerk an. Mähwerk aus. Mähwerk an. Schnitthöhe. Ich würde sagen 3 cm, komm. Da fahren wir mal zum Rasen oder was? Lass mal gemütlich anfangen. Starten wir mal. Das ist aber sehr hoch hier, ne? Das ist sehr hoher Rasen. Hier wurde schon länger nicht mehr Rasen gemäht. Starten wir doch einfach mal gemütlich.
Also sind 3 cm vielleicht echt ein bisschen viel. Machen wir mal 5. Los geht's. Mähvorbereitungen. Auf dem Gras musst du deine Mähkammer vorbereiten. Erst stellst du die Schnitthöhe ein und dann aktivierst du die Messer. Die Messer solltest du immer erst auf dem Gras aktivieren, da sie sonst beschädigt werden. Was sie beim Mähen weniger effektiv macht. Ja, ist klar, wenn die Dinger stumpf sind, ne? Bei Aufträgen musst du das Gras so mähen, dass es eine bestimmte Höhe hat. Für jeden Auftrag gibt es seine jeweils festgelegte Schnitthöhe für das Gras. Stelle deine Schnitthöhe auf 5 bis 6 cm ein und mähe 20% der Grasfläche. Beim Mähen kannst du deinen Fortschritt mit Hilfe des Balkens oben rechts verfolgen. Der Fortschrittsbalken zeigt dir, wie viel der vorgesehenen Fläche du schon gemäht hast. Hat das gemähte Gras die korrekte Höhe, ist der Balken weiß. Ist das Gras zu kurz, ist der Balken rot. Okay, ich habe die entsprechende Höhe. Wenn du aus irgendeinem Grund absteigen möchtest, halte B gedrückt. Okay, nee, ich will jetzt erstmal loslegen. Kann ich irgendwie in die Ego-Perspektive gehen? Wir mähen mal gemütlich vor uns hin. Ich weiß nicht, wie schnell ich fahren darf, aber ich fahre mal lieber nicht zu schnell. Einfach gemütlich. Gibt es so eine Art Autopilot, wo ich sagen kann, wie schnell das gehen soll und wie schnell nicht? Das wäre noch sehr interessant. So, 20% Fortschritt. Ja, ich würde sagen, wir mähen jetzt einmal um Pudding rum. So vorsichtig vor den... Vorm Gestrüpp hier, ne? Da wollen wir ja nicht reinfahren. Gibt's denn sowas wie Ego-Perspektive? Frag jetzt mal für einen Freund. Naja, das wird mir das Spiel vielleicht noch sagen. Ich würde sagen, wir mähen jetzt erstmal so. Oh, mega tiefenentspannt, oder? Ist ein bisschen laut natürlich, ne? So zu Hause. Gut, da habe ich auch meine AirPods drin. Und dann höre ich den Rasenmäher nicht mehr. Dann mache ich mir schön immer Musik an und dann geht's los. Tatsächlich hätte ich heute eigentlich Rasen mähen müssen. Also ist das witzig, ne? Ich habe jetzt im echten Leben nicht Rasen gemäht, mach's dafür virtuell, was irgendwie ein bisschen witzig ist. Aber tatsächlich hat es geregnet heute, deswegen ist der Rasen so nass, dass ich dann mir das doch lieber für morgen aufhebe. Und dann machen wir es jetzt hier, kann ich schon mal virtuell schon mal üben, ne? Also eine Ego-Perspektive wäre schon ganz praktisch. Gibt's aber bestimmt. Weil du siehst ja so echt nicht so viel, ne? Wenn ich da die engen Kurven fahre, musst du ja auch irgendwie sehen, ob das passt. Ich bin gespannt, was uns da für Aufträge erwarten werden und wie viele Gärten und was für Gärten wir da sehen werden. Ich glaube, vom Meditationsaspekt her geht das sehr nah an den Powerwash-Simulator ran, oder? Würde ich schon sagen. So. Wir sind auf jeden Fall bald einmal drumherum. Karrieremodus. Indem du R gedrückt hältst, aktivierst du Pro View. Damit werden die Grasbereiche hervorgehoben, die nicht die vorgesehene Höhe haben. Das ist nützlich, wenn du die letzten Bereiche zum Mähen finden willst, um den Auftrag abzuschließen. Pro View. Okay. Das ist sozusagen die Hexersicht des Rasenmähers, des Rasenmähenden. Kann ich Pro View auch wieder ausmachen? Danke. Pro View. So, wir müssen eben hier die 20% vollkriegen. Wir können ja alle drei Geräte mal ausprobieren und dann legen wir los. Aber ich denke, ich werde mich hier für den Mulcher entscheiden. Da hast du auf jeden Fall am wenigsten Stress mit. Was passiert eigentlich, wenn ich Vollgas gebe? Ah, ist nicht schlimm. Ich kann Vollgas geben. Ich überlaste damit nicht den Motor, so wie sich das darstellt. Wahrscheinlich aber auch nur, weil der Rasen so hoch ist. Wenn er niedriger wäre, stocken wir nicht so viel und dann müssen wir wahrscheinlich, dürfen wir nicht so viel Gas geben. Also sobald du den Motor zu sehr überlastest, ne, wird das Gras halt nicht mehr richtig geschnitten. Das kenne ich von mir privat hier auch schon. Wenn meiner da am Röcheln ist, weil ich wieder zu viel Moos reingekriegt habe,
Ich habe ja mehr Moos als Rasen, um ehrlich zu sein. Also mit einem gepflegten, schönen Rasen hat das bei uns nicht viel zu tun. Es ist eher so ein moosbemooster Ackerplatz. Da stapft dann auch gelegentlich mal die ein oder andere Kuh durch. Es ist immer wieder schön. Ah, hier, da war ja gerade... Du überlastest deinen Motor. Drossel. Kann ich denn... Oh. Ich wollte den Motor drosseln. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Wie war das denn mit dem Motor drosseln? Motor starten. Ich kann nur so machen oder halt Volldampf. Weiter geht's. Dann fahre ich nicht ganz so schnell. Oh, ich habe da so einen kleinen Streifen übergelassen. Ah, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, 20% zu erreichen. Da müssen wir nicht so sauber arbeiten. Das ist hier nur so ein kleines Anschnuppern sozusagen. Kleine Testfahrt mit dem Produkt. Aber ist auch ganz clever gemacht von den Leuten, die hier die Rasenmäher verkaufen. Einfach die Kunden den hauseigenen Rasen mähen lassen. Da musst du das nicht selber machen. Ich glaube, wir werden nicht alle Probe fahren, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen eintönig. Ich würde sagen, wir legen direkt gleich los. Ich will auf jeden Fall den Mulcher haben. Da habe ich mich schon relativ doll zu entschieden, dass mir der zusagen würde. Und als Startgerät... Oh, ist das, glaube ich, ganz gut. Da habe ich ein bisschen überlastet. So. Oh, oh. So, nicht so viel, nicht so viel. Wenn es bergab geht, überlasten wir, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Okay, so, warte, ich gehe ein bisschen langsamer. Bin mal gespannt, ob man das nachher irgendwie drosseln kann, weil wenn ich die ganze Zeit meinen Controller nur so halb eindrücken darf, dann wird das anstrengend auf den Daumen, ne? Den Fingern. Jetzt geben wir erstmal noch ein bisschen Gas. 14%, wir haben es bald. So, wir können ja auch mal ruhig ein bisschen freestylen hier, ne? Kleines Muster reinmachen. Die haben ja gesagt... Lass es den Motor. Wir wollen nicht den Motor überlasten. Das haben wir nicht vor. Wir wollen hier nur ein schönes Muster reinfräsen. Ganz entspannt ein kleines Muster rein. Sehr schön. Niemand hat gesagt, wie der Rasen aussehen soll. Nur 20%. Den Rest können ja die anderen Kunden machen, ne? Ist ja so. So, ein bisschen um die Bäume noch rum und dann läuft die Kiste. Wenn du den Motor überlädst, dann siehst du, wie die Halme nicht mehr sauber geschnitten werden. Dann bleiben immer ein paar stehen. Nicht gut, da müssen wir drauf achten in Zukunft dann, ne? Wenn wir dann richtige Jobs annehmen und nicht hier nur einfach bei der Firma rumarbeiten, dann machen wir das. Fortschritt bei Aufträgen. Gute Arbeit. Bei einem echten Auftrag wird allerdings erwartet, dass du das ganze Gras mähst. Nach Erfüllung eines Auftrags musst du ein Fahrzeug zurück auf den Anhänger fahren und dann mit dem Van interagieren, um den Ort zu verlassen. Okay. Kann ich absteigen? Wenn du aus irgendeinem Grund absteigen möchtest, halte B gedrückt. Versuche ich, aber es geht nicht. Ich halte B mal weiter gedrückt.
Ach so, guck mal. Ah, wunderbar. Meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.